Tom Nook, der alte Halsabschneider. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Zeit für eine Inseldurchsage mit allen Neuigkeiten von der Insel. Ach echt? Krass. Auf YouTube natürlich auch einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Rundchen Animal Crossing. Ja, und hier spricht unser Chef. Ich werde Ankündigungen machen, die sehr wichtig für das Leben hier sind. Also Ohren auf. Hiermit kündige ich an, dass die Miete sich um 300% erhöht. Nein, Quatsch, die Neuigkeiten heute. Der wahrlich brillante Eugen ist zu uns nach Florida gekommen. Oh. Spotify. Ach, da lief noch die ganze Zeit Musik. Zisch. Zisch. Dankeschön für den Hinweis. Eugen interessiert sich sehr für die Biologie auf unserer Insel, ob gegenwärtig oder prähistorisch. Das Eugen ist der Typ vom Museum, ne? Ja, okay. Wer ihm helfen möchte, melde sich bitte in seinem Zelt. Er freut sich über jeden, der einen Beitrag leisten kann, weil Eugen sonst sowieso nichts zu tun hat. Das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Florida. Juhu. Ist mir gar nicht aufgefallen mit der Musik? Nee, mir auch nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist, weil die immer so laut ist bei mir. Ich feiere immer noch den Namen der Insel. Absolut. Absolut. Wir müssen auch... Oh, guck mal, die Blumen sind gewachsen. Oh, die Blumen sind gewachsen. Ich nehme die mit. Die Blumen sind gewachsen. Und wir haben eine neue Message. Mutti. Mein lieber Tobik. Jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug sehe, muss ich an dich denken und winke ihm hinterher. Oh. Ich wusste gar nicht, dass der Flugverkehr hier so stark ist, dass mir der Arm schmerzen würde. Oh. Einen guten Start wünscht Mama. Was hast du geschenkt? Was ist das? Weder ist nicht die neue Switch Lite. Im Purpurgrau. Was ist denn das? Geschenk. Toll. Orangen. Wow. Weißt du, du findest alles auf dieser Scheißinsel hier. Alles. Und was schickt sie mir? Orangen. Warum gehe ich jetzt hier rein? Ich wollte hier gar nicht rein. Ja, was ich noch fragen wollte, genau, da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich meine, okay, wir können jetzt in das Museum reingehen, okay. Aber was macht man jetzt hier den ganzen Tag? So, wir gehen mal hier das, zu dem rein hier. Was macht man bei Animal Crossing? Angeln, theoretisch gesehen, oder? Insekten fangen, Fische fangen, Blumen, Fauna bauen, craften, erkunden. Okay. Grinden, grinden, grinden. Naja gut, okay, wir gucken, was passiert. Hallo Eugen. Eugen Schmeugen. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Eugen. Das Ökosystem dieser Insel hat mein Interesse geweckt. Daher beschloss ich, hier Forschung zu betreiben. Huhu. Ah, es handelt sich bei Ihnen etwa um Tobik? Oder Tobik? Sie wählten den Standort dieses Zeltes. Richtig. Vortrefflich. Ihnen verdanke ich es also, hier ungestört meine Flügel ausbreiten zu können. No. Ich erwähnte meine Forschung. Offen gesagt ist es mir daran gelegen, dass hier ein Museum zu eröffnen. Ah, okay. Zu diesem Zwecke werde ich mich langfristig hier einnisten. Bringen Sie mir also eine neue Fisch- oder Insektenart und meine ewige Dankbarkeit ist Ihnen gewiss. Ist das Museum erst erbaut, werde ich diese zusammen mit denen, die sie Tom Nook gaben, ausstellen. Nun, wie ich zugeben muss, gibt es hinsichtlich des Neubaus ein nicht zu unterschätzendes Problem. Der aktuelle Mangel an Ausstellungsstücken ist der Baugenehmigung für ein Museum äußerst hinderlich. Leere Schaukästen sind nicht erwünscht. Es sähe anders aus, wenn es Ausstellungsstücke gäbe. Und, wenn ich einmal so frei sein darf, an dieser Stelle kommen Sie ins Spiel. Ah! Ich plane nämlich nicht nur Insekten und Fische auszustellen, sondern auch Fossilien. Aha. Wie es der Zufall will, erstreckt sich jenseits des Flusses ein größeres Gelände. Auf jenem unerschlossenen Stück Land findet sich mit Sicherheit eine Vielzahl der vorzüglichsten Fossilien. Okay. Doch dieser Fluss ist ein Hindernis, das erst einmal überquert sein will. Hm. Mir kommt da eine Idee.
Sie ist so wild wie diese ungezähmte Insel. Einen Moment bitte, Tobik, während ich die Daten an ihren Nukephone übermittle. Wahrscheinlich eine Brücke. Batzi, Alter, vielen, vielen Dank für 15 Monate. Hydrax Gaming, Dankeschön für 13,37 Euro. Alter, 13 Euro. Alter. Ratgebender Wolf, Dankeschön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Wie Sie sehen, kann man aus dem vor Ort verfügbaren Holz einen Sprungtab bauen. Ach, Sprungstab. Er eignet sich perfekt dazu, eine Person über den Fluss zu katapultieren. Huhu. Des Weiteren schickte ich Ihnen die Anleitung für eine Schaufel, mit der sich Fossilien ausgraben lassen. Erlauben Sie mir also, nun zu meinem Anliegen zu kommen. Mit Ihrem Einverständnis möchte ich Sie bitten, den Fluss zu überqueren und nach Fossilien zu graben. Ach, du liebe Zeit, da wollte ich mich nur vorstellen und plötzlich ist es zu einem Vortrag ausgeartet. Worauf ich hinaus wollte, ist, um das Museum zu eröffnen, benötige ich 15 weitere Ausstellungsstücke. Na, endlich kommt er mal zum Punkt. Wenn Sie Ihre wertvollen Funde stiften würden, wäre Ihnen meine ewige Dankbarkeit sicher. Okay. Gut, gut. Voto, wir lesen kannst du immer noch nicht. Ladies Markt, nein, 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 wir machen jetzt Assi-Content. So. Was brauchen wir denn dafür? Mache ich nochmal das Nukephone auf? Huch, jetzt habe ich Unkraut eingesammelt. Alter. Wie war das nochmal mit dem... Ach, hier oben. Hier. Pass auf, Tobi, gleich kommt wieder eine Rechnung. Ja. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Pass auf. Bastel-Einleitung. Wo war das nochmal mit dem... Ah, Bastel-Einleitung. Okay. Sprungstab. Wir brauchen noch ein Weichholz, nicht? Na, gehen wir mal noch ein Weichholz gucken, nicht? Was ist denn das hier? Was bist du denn? Scheiße, den haben wir doch nicht. Warte mal. Jetzt haut er einfach ab. Komm mal zurück, du Lappen. Oh, was ist das? Was ist das? Ach, das ist einfach nur ein Loch. Sah aus wie ein Seestern im ersten Moment. Lul. Gib mir zum Wood. Schade. Da kann man graben. Ah, aber wir haben keine Schaufel, ne? Haben wir nicht? Ne, wir haben noch keine Schaufel, oder? Ne, wir haben keine Schaufel. Okay. Holz! Oh, warte mal. Haben wir nicht eine Axt gehabt, mit der wir gegen den Baum hauen mussten? Ja, ne? Wackelaxt. Alles klar. Huch! Da fällt mir doch glatt ein Ei aus der Hose. Huch, meine Tasche ist voll. Was soll ich damit machen? Na, leg mal wieder hin, warte mal. Schmeiß doch nicht so auf den Boden, das ist ein Ei, Mann. Ein Sanddollar. Kirschblüte. Ja, was machen wir denn da jetzt? Haben wir irgendwo eine Kiste, wo wir Sachen lagern können? Nee, ne? Karton. Schwalbenschwanz. Was machen wir? Warte mal, wir gehen mal kurz verkaufen. Ich komme gleich wieder. Ein Björn, danke schön für 2 Monate. Wir haben noch keine Kiste, ne? Ach, hier. Kannst du erst auf den Boden legen, die despawnen. Ah, okay. Oh, nice. Okay, die despawnen nicht. Das finde ich gut. Ach, ja, ja, okay. Das kam mit dem Haus erst. Alles klar. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da war ja was. Was verkaufen wir denn mal hier? Holz, normales Holz. Unkraut, guck mal, die kaufen doch auch Unkraut, oder? Die Orangen können wir wahrscheinlich einlagern. Die Tulpen verkaufe ich jetzt auch einfach mal. Wir nehmen jetzt gerade Platz weg, brauchen wir nicht. Und die Schmetterlinge können wir zu der Eule bringen, zu Eugen. Eugenschmeugen. 250, ja, die nehmen wir. 260 Sternis, her damit. Orangen einpflanzen. Ja, genau, genau, genau. Das machen wir gleich. So. Tschüss. So. So, jetzt können wir das Ei auch mitnehmen. Das Holz. Und hier nochmal gegenhauen. Ach, da ist das letzte Holzstück, das wir brauchen. Huch. Ich hasse Bäume. So, warte mal. Bringen wir Eugen Schmeugen nochmal gerade schnell die restlichen Tiere, die wir noch haben. 49.800 Sterne Schulden, Tobi. Ja,
Das ist ein bisschen was. Oh, das Aquarium ist auch geil, ne? Ich hätte auch gerne ein Aquarium. Ja, ich will etwas stiften. Hier, mein Kackstift. Stifte ich. Okay, den braucht man. Okay, das wird angezeigt. Sehr nice. Hier, der Zitronenfalter. Guck mal, den haben wir noch nicht. Hilfe, ein Zitronenfalter! Oh, Graus! Oh, Schlotterschreck! Still, Eugen! Du bist ein Kurator der Wissenschaft, kein frisch geschlüpftes Küken. Verzeihen Sie, Insekten sind mir wahrhaftig ein Graus. Ja, hast du ja den richtigen Job ausgesucht. Ich kann Ihnen jedoch viel zu Ihrem Insektenfang erzählen, wenn es denn wirklich sein muss. Ja, komm, erzähl mal. Oh, ach so. Wenn das so ist. Erlauben Sie mir, zu Ihrer Bildung beizutragen. Der Zitronenfalter heißt so wegen seiner gelben Flügel. Das dachten Sie sich schon? Ja, wie wäre es damit? Weibchen legen bis zu 600 Eier gleichzeitig ab. Zudem gehört er auch noch zu den langlebigsten Schmetterlingen überhaupt. Bald gibt es keinen Ort mehr, an dem man vor ihnen sicher wäre. Jetzt nicht in Panik geraten. Was hat er denn? Alle herzlichen Dank für Ihre wundervolle Spende. Insekten mögen zwar mein furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe... Boah, ich gebe gut auf den Krabbler 8. Okay. Dank dieser Spende benötigen wir nur noch 14 Pfund, um das Museum eröffnen zu können. Ja, nice. Unnötig zu erwähnen, dass ich mit weiterer... Dass ich weitere in ihrer Funkstücke mit Vorfreude entgegensehe. Ja, komm, da bin ich voll. Quatsch mir nicht an. Vogel, Alter. Luke zwingt ihn, den Job zu machen. Okay, das kann sein. Ein kleines Aquarium würde sich in deinem Keller echt gut machen. Ja, ich hätte so gerne ein Aquarium hier unten, ne? Ich hätte so gerne ein Aquarium hier unten. Das Problem ist, ich weiß, was ist das hier? Da liegt doch irgendwas, oder? Huch! Ich weiß halt nur nicht... Ja, wobei, so ein Aquarium kannst du halt eigentlich immer haben, ne? Ich wollte es halt eigentlich erstmal nicht machen, weil ich halt nicht weiß, wo die Reise im Moment hingeht. Und dementsprechend wollte ich, ja... Da in die Richtung eigentlich erstmal nichts machen, aber ich hätte schon gerne ein Aquarium hier unten. Aber Aquarium bedeutet halt auch immer Arbeit, ne? Das ist das Problem. Und ich weiß halt nicht, ob in der neuen Bude dann dafür Platz ist. Das ist eher mein Bedenken, aber wie gesagt, eigentlich, ja, weiß ich nicht. Sollte das eigentlich kein Problem sein. So, pass auf. Wir bauen mal einen solchen Wackelschaufel. Oh, warte, wir können eine Schaufel machen. Warte mal. Ach, das können wir nur bei ihm da vorne machen, ne? Ach. Der reißt auch alles an sich, ne? Muss ja kein Riesenaquarium sein. Ja, das stimmt schon. Ja, mal gucken. Vielleicht. Boah, und dann eine Aquarium-Cam als Pausenscreen. Voll geil. Das wäre echt nice. Hier, Werkbank. So ein Goldfischglas. Einfach so ein großes Glas von Ikea genommen, weißt du, so ein Schleichfisch rein. Diese Schleichdinger, kennt ihr die? Möchte mir wer eine Nintendo Switch kaufen? Nintendo Switch ist mittlerweile auf dem gleichen Level wie Klopapier und Seife. Purer Reichtum. Wer eine hat, kann sich echt glücklich schätzen. Das ist wie eine Immobilie besitzen. So, pass auf. Hier, Sprungstab. So, herstellen. Jawohl. Drrr. Der Sprungstab. Weitermachen. Wir gucken mal, dass wir uns noch eine Schaufel craften. Weil ich hätte echt Bock mal da zu graben. Da sind ja so viele Grabungsstellen mittlerweile. Problem ist, wir haben halt keinen Platz mehr. Ich habe eine Switch Lite. Zählt die auch? Ich glaube, die ist auch tatsächlich relativ selten mittlerweile. Ich weiß es aber gar nicht. Wollte mir eigentlich zu Ostern Ringfit Adventure gönnen. Ist das cool? Ich habe auch schon überlegt. Das Ringfit Adventure sah halt echt nice aus, muss ich sagen. Ich weiß halt nicht, ist das nice? Macht das Spaß? Ist das cool? Ich, keine Ahnung. Also ich kann euch auf gar keinen Fall empfehlen, lasst die Finger von irgendwelchen Nintendo Switchen. Nintendo Switchen. Lasst die Finger von Nintendo Switch auf eBay, ne? Lasst das. Also kauft euch nicht irgendwelche überteuerten Dinger.
Ohne Scheiß, macht diesen Trend bitte absolut nicht mit. Kauft euch keine Switch, die teurer ist als 350, 360 Euro. Ohne Scheiß, macht das auf gar keinen Fall. Oh! Einfach so? Okay. Voll gut. Warte mal, wo waren die andere Grabungsstelle? Die war hier hinten irgendwo. Da. Guck mal. Jetzt grab halt nicht dahinter, Junge. Was ist mit dir? Hat er da so ein Loch reingegraben? Oh, ein Osterei. Ich habe ein Erdglücksei ausgegraben. Moment. Noch mehr kann ich nicht tragen. Was soll ich damit machen? Nein, das ist doch scheiße. Tauschen. Scheiße, wir müssen das jetzt aufheben. Müll. Das ist doch scheiße. Dann schmeißen wir einfach mal den Schwalbenschwanz weg, glaube ich. Was kann man mit den Eiern machen? Ja, das Ding ist, ich muss das Ei jetzt aber aufheben, ne? Direkt Inventar vergrößern. Geht das? Ich schmeiß mal das Holz weg. Hier, ich schmeiß mal das Holz weg. So. Kannst Löcher wieder zumachen. Echt jetzt? So ins Goldene. Oh. Kannst du für meinen Inventarplatz holen? Ah, okay. Warte mal, ich hole mal meinen Goldsack da wieder raus. Aber wie kann man denn die Löcher wieder zumachen? Y? Ah, okay, nice. Was hast du denn jetzt aufgehoben? Oh, Junge. Unkraut, ist das dein Ernst? Mach das Loch wieder zu. So. Pass auf, wo war das goldene Loch? Hier. Ja, gut. Das war jetzt nicht so schlau. Ich dachte, ich hätte den Geldsack noch in der Hand. Okay, gut, wir gehen mal auf die andere Insel jetzt rüber. Nee, erstmal mal aus dem Inventar jetzt leer kommen. Ich geh jetzt mal verkaufen. Yo, genau so. 3000 Sterne vernichtet. Ach komm. Hier gibt's genug Möglichkeiten, Kohle. Was ist das? Was ist das? Wie komme ich da dran? Mit dem Ding hier vielleicht? Hier kommt Sprungstab und dann, gib ihm. Komme ich da dran? Oh, mit einer Schleuder. Okay, die haben wir, glaube ich. Haben wir das? Nee, ne? Komm, kann ich das nicht hier mitfangen? Nee. Ich meine, es ist ja auch zu viel verlangt, da jetzt hochzuspringen, ne? Und da dran zu kommen. Ich meine, das geht natürlich nicht. Gute Idee, warum funktioniert das eigentlich nicht? Ja. Ja, keine Ahnung. Ach, warte, nee, warte mal. Nix. Falsch. Mit dem Netzfang wäre auch so unlogisch. Ja, natürlich. Das, ey, halt mal. Absolut, absolut unlogisch. Logisch, absolut unlogisch. So, was hast du anzubieten? Pass auf, wir verkaufen mal ein bisschen was. Das hier kann zum Beispiel weg. Dann kann das hier weg. Dann kann die Muschel weg. Dann kann... Was ist denn ein Sanddollar? Brauchen wir das? Kann man das, soll man das aufheben, benutzen? Ich habe keine Ahnung. Hier, das kann weg. Die Switch behalten wir. Die Äste verkaufen wir auch. Da liegt mehr als genug rum. Die Kirchen behalten wir mal. Wobei, komm, wir verkaufen die Kirchen. Warum soll ich sie behalten? Nehmen wir hier die komischen Blüten da noch weg. Ja, und die Eier würde ich halt gerne irgendwo zwischenlagern, ne? Du
Ja, die nehme ich. Die nehme ich. Sehr gerne doch. Easy. Wenn du die Switch in-game verkaufst, ist er IRL auch weg. Okay. Max 30, 40, 50, danke schön für 11 Monate. Und Akagi Sama hat Schwimmbadpommes in Sub gegiftet. Genauso wie auch Rika Raven. Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank. So. Pass auf. So, ein bisschen Platz haben wir jetzt, ne? Pass auf. Jetzt nehmen wir mal das Ding hier. Ach, das ging auch so, ne? Ah, ja. Okay, easy. So, und jetzt, Nee, mach mal. Wow. Oh, nice. Started from the bottom now. Was ist das? Okay, zählt alles als Unkraut, alles klar. Sehr geil. Hier können wir direkt graben, guck mal. Graben, graben, graben. Graben. Ich habe ein Fossil ausgegraben. Oh, das erste Fossil, nice. Machen wir wieder zu den Lachs hier. So. Oh, da oben wachsen auch Blumen und so. Oh, voll schön hier drüben. Können wir nicht unser Zelt hier drüben aufbauen? Ich finde das viel schöner hier. Da kommen auch nur Leute mit einem Sprungding hin, ne? Das finde ich... Ach komm, ist das dein Ernst? Okay, ich finde es sehr... Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Dass man die Kamera nicht drehen kann. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. So. Vor allem, dass die Bäume halt auch nicht transparent werden. So, wenn ich dahinter stehe. Ja, ich kann die Kamera hoch und runter machen, aber ich kann sie nicht drehen. Ich kann sie nicht nach links und rechts drehen. Wenn die Bäume wenigstens transparent werden. Ja, genau, Toxi, ganz genau. Absolut. Absolut. So, haben wir hier noch irgendwas? Konnte man die nicht bewegen? Nee, du kannst sie nicht nach links. Also nach links und rechts kann ich sie nicht bewegen. Nur nach oben und nach unten. Das geht. Aber links und rechts geht nicht. Das ist ein bisschen, doof. So, hier drüben ist nichts mehr an Fossilien. Okay, wir gucken mal da drüben. Da ist noch eine Kirschblüte. Die könnten wir theoretisch gesehen sammeln. Machen wir aber nicht. Wir müssen auch mal nach Fischen gucken, ne? Wir können jetzt auch hier drüben Fische sammeln. Angeln, meine ich. Also, wenn wir da irgendwas Großes sehen, machen wir das. Steuerkreuz oben? Nee, auch nicht. Leider nicht. Nice. Cool. Hier irgendwas? Ja, jede Menge Unkraut. Was fliegt denn da? Hä? Oh, das ist wieder so ein Geschenk. Das ist halt echt doof, dass man da nicht drankommt, ne? So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Nicht, 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 nicht. Okay, okay, okay. Es macht immer nur Sinn, da zu graben, wo man auch gerade, wo man gerade langläuft, ne? Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, wo diese Löcher im Boden sind, ne? Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, einfach so drauf loszugraben, oder? Und dann random einfach zu gucken, ob irgendwo was ist. Habe ich recht? Nur Löcher, okay. Oh, guck mal, wie schön das hier ist. Oh, was ist das? Muscheln! Eine Stachelschnecke. Nimm mit. Erstmal in der Hose packen. Noch eine Schnecke. Oh ja, geil. Muscheln meine ich. Erstmal fett grinden. Oh, was ist das hier? Oh, eine Angelstelle. Oh, wie schön. Ist nicht so, dass da irgendwo ein Secret vergraben ist, was man nicht sieht. Okay, das finde ich gut. Erik hätte wahrscheinlich schon die Insel einmal umgegraben. Oh, noch ein 300er Sack. Kohle, Kohle, Kohle. Huch, meine Tasche ist voll. Scheiße. Leg mal wieder hin. Hat er bestimmt in seiner Welt. Safe. Safe hat er das gemacht.